Trellas. Hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr merkt, ich bin ein bisschen Konfuzius. Könnte sein, dass es durch die Arbeit kommt. Könnte sein, dass es durch die Weihnachtszeit kommt. Man weiß es nicht so richtig. Es könnte auch sein, dass alles zusammenkommt gerade. Naja, nichtsdestotrotz. Heute natürlich wieder mal so eine ganz schöne Kleinigkeit für euch. Und zwar haben wir uns gedacht, warum nicht mal eines unserer Bücher des Jahres quasi verlosen an euch. Und deswegen haben wir uns heute ausgesucht, Als das Leben unsere Träume fand. Vielleicht habt ihr ja da schon reingeguckt in der letzten Buchvorstellung, beziehungsweise, ja, wie soll ich das nennen, Jahresrückblick oder der Kür unserer besten Bücher oder wie auch immer. Jedenfalls, vielleicht habt ihr das Video ja gesehen, in dem ich euch das nochmal vorgestellt habe. Wenn nicht, setze ich euch den Link gerne nochmal unten in die Beschreibung. Dann könnt ihr euch das nochmal angucken, damit ihr auch wisst, worum es in dem Buch geht und ob euch das gefällt. Wer allerdings liest und gerne auch liest und sich gerne in Geschichten verliert, da würde ich mich schon wundern, wenn dem das nicht gefällt, denn das ist wirklich einfach. Naja, wie gesagt, erkläre ich oder erzähle ich ja auch alles in dem Video. Guckt euch das Video gerne nochmal an, dann wisst ihr auch Bescheid. Nehmt gerne teil, denn Bücher sind ein wundervolles Geschenk, auch für andere. Wenn man nicht weiß, beziehungsweise was heißt, wenn man nicht weiß? Das klingt so, als wären Bücher die letzte Alternative. Eigentlich nicht. Für mich sind Bücher eigentlich immer somit das Erste, woran ich denke, wenn ich etwas verschenken möchte. Es wird dann immer nur schwer, etwas zu finden für den oder diejenige. Aber prinzipiell ist es so, dass ich glaube, man kann fast jeden zum Lesen bringen, wenn man einfach ein Thema trifft, das den oder diejenige interessiert. Deswegen, manche wollen sich einfach nicht mehr die Gedanken machen, glaube ich. Da wird dann lieber einfach irgendein Mist gekauft und dann ist gut. Ne? Aber nichtsdestotrotz, das wollen wir jetzt auch gar nicht weiter vertiefen hier. Sonst sitzen wir morgen noch da. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch viel Glück und wir hoffen, ihr habt dann Spaß mit dem Buch. Wir hoffen auch, beziehungsweise, ja, wir sind uns eigentlich sicher, dass alle, die bisher ihre Geschenke oder ihre Gewinne erhalten haben, hoffen wir sehr, dass die mit den Sachen Spaß haben. Wir würden uns sehr auch über eine Rückmeldung freuen. Das könnt ihr auch gleich mit einem Kommentar verbinden, wenn ihr bei einem neuen Gewinnspiel teilnehmen wollt. Das fänden wir super, wenn wir da mal Rückmeldungen bekommen, falls nicht schon geschehen. No, und ja, dementsprechend sehen wir uns dann morgen einfach wieder. Ne? Bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut. Ciao.